Guten Tag. Ja, ich muss das Video jetzt einfach mal machen, um meinen Standpunkt darzulegen. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, gilt es überhaupt oder ist es schon beerdigt? Gelten die Schäfgesetze oder was auch immer? Es wurde ganz stark in meinem Kanal jetzt diskutiert und ich mache auch langsam die Kommentarfunktion zu, wenn es so weitergeht. Da wird sich dann wieder beschimpft und anhand der Rechtschreibung sieht man schon, was für Idioten da ihren Mist loswerden müssen. Das ist furchtbar. Mal ganz kurz eine Frage dazu. Gilt es oder gilt es nicht? Oder anders gefragt, worum geht's eigentlich? Ich habe mal kurz dann geguckt, ja, es treffen der Alliierten in Berlin, aber die Seite ist relativ alt und ist eigentlich vollkommen schnuppe. Das ist vollkommen egal. Denn ich habe mir mal zum Thema Grundgesetzgeltung nochmal den Artikel 23 rausgeholt und habe mal ganz einfach gehighlightet, wo Bundesregierung, Bundesrat und so weiter mit drinsteckt. Nahezu in jedem Satz beschließt eine Bundesregierung oder stimmt der Bundesrat dann noch zu und er ist zu beteiligen und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir eigentlich zur Hauptfrage nochmal. Gilt es oder gilt es nicht? Das bestimmen die Leute, die derzeit in der Regierung sitzen, ob irgendwas gilt oder nicht gilt, ob es einfach ignoriert wird, ob es geframed wird, ob jemanden zur Unperson erklärt wird oder sonst was. Das ist die Hauptfrage bei der ganzen Sache. Da kann man sich drüber aufregen und sagen, ja, es gelten nur die Schäfgesetze und man müsste doch eigentlich und ja, bloß es hat keiner irgendwie einen Ausweg. Ja. Es gibt auch noch einen, jetzt komme ich auf den Namen, ich habe das Video auf jeden Fall komplett angeschaut. Dr. Haug, glaube ich, der hat sich da mit einem Wahnsinnsaufwand reingesteigert und er sagte, um die 50 Prozesse führen müssen, auf das das Finanzamt gesagt hat, nee, okay, dann sie gelten für uns nicht mehr und ja, und also sie als Person gibt es bei uns gar nicht mehr, weil er darauf bestanden hat, dass er keine deutsche Staatsbürgerschaft hat. Ja, dann macht das mal. Ich sage es an alle Zuhörer und Zuseher und was auch immer, dann versucht das mal, diesen aufwendigen und vor allem, man muss Ahnung davon haben, diesen aufwendigen Weg vor Behörden und vor Gericht durchzusetzen. Ihr könnt es vor Gericht durchgesetzt haben, ihr könnt euch das Gerichtsurteil mit in die Tasche stecken und haltet es einem Büttel hin oder irgendeinem anderen und sagt, hier, das gilt für mich nicht und sagt, das ist mir vollkommen egal, ich nehme dich trotzdem fest. Du passt mir nicht, du passt mir einfach nicht in mein Bild. Das geht gar nicht. Und was du hier hast, das könnte ja gefälscht sein. Und so weiter und so fort. Das ist die Hauptfrage. Wer bestimmt, was, wo, wann gilt? Und da kann man sich zerreiben oder da kann man sich dran fertig machen oder sonst was und kann ja große Dinge schreiben, kann das ganze Internet vollschreiben. Das ist denen egal. Insofern müssen wir uns in diesem Fall was anderes einfallen lassen, nochmal, was Dr. Schiffmann auch sagte. Ja, natürlich, man kann sich darüber Gedanken machen, wie das später mal weitergehen soll. Und welche Staatsform gut sein soll. Und so weiter. Kann man alles machen, na klar. Aber es dürfte schwer sein, im Moment, denen, die an der Macht sind, solche Dinge vorzuhalten und zu sagen, ja, was ihr erzählt, das gilt überhaupt nicht. Nehmen wir nochmal ein ganz einfaches Beispiel. Nee, gar nicht mal Beispiel, sondern es gibt ja Beispiele aus der Geschichte, wo dann vor Gericht Leute gesagt haben, ich lehne dieses Gericht ab, weil es ja sowieso bloß politisch motiviert ist. Haben die gesagt, das ist uns Schnuppe, wir verknacken dich trotzdem. Also, wenn wir sagen, macht was, dann müssen wir was machen, was mit dem derzeitigen Grundgesetz, was uns ja eigentlich vor Übergriffen des Staates schützen sollte, schützt. Also, was das Grundgesetz deckelt. Und nur in der Richtung können wir derzeit was machen. Alles andere ist Schmuck am Nachthemd. Da kann man sich ein Ei draufpellen. Da kann man machen, was man will. Wenn es der andere nicht anerkennt oder nicht mal erkennt, weil er zu dumm ist. Ich meine jetzt hier, was derzeit los ist. Dann ist das alles Quatsch. Also, ich für meinen Teil bleib dabei. Ich bleib dabei, dass und jetzt kommen wir wieder auf den Rückschluss, dass es an der Unbildung des Volkes liegt und dass wir alles dafür tun müssen, dass die Leute wieder gebildet sind. Es geht nicht um eine IQ. Es gab früher einfache, ehrliche, anständige, arbeitsame Menschen, die hatten nicht den Spitzen-IQ, aber sie waren gut gebildet. Und
Jeder Hund, jeder Affe lässt sich bilden. Warum wir Menschen denn nicht, ne? Na denn. Habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Und geifert hier nicht rum, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ach, und letzte Bitte. Versucht mal richtig zu schreiben. Das kann ja keiner mehr lesen. Kriegt man ja Augenkrebs von. Na gut, ich mit Methadon könnte dagegen halten, aber es ist gruselig, was für Schmierfinken hier manchmal unterwegs sind. Na denn, also, alle guten Wünsche, bis zum nächsten Video. Macht was, aber macht's gut. Tschüss, tschüss.